Hallo. Ich muss jetzt noch mal kurz rauskommen, weil ich stehe da immer hinter der Bühne und denke so, boah, ist das schön und wieder jemand so glücklich. Aber eigentlich wollte ich nur einen Umschlag bringen, das ist wahrscheinlich Fanpost. Macht gleich auf. Alright. Ist diesmal nicht das Papier. Okay. Wichtige Durchsage vor dem Wetter. Wegen Stimmgleichheit geht der Deutsche Schauspielpreis 2018 in der Kategorie Schauspielerin in einer Hauptrolle auch an Paula Bär. Jetzt sehe ich es ja auch noch hier. Sorry, ich habe damit jetzt nicht mehr gerechnet. Ich muss erst mal mich bei meinem Team bedanken, weil das wollte ich damals machen und da musste ich dann so weinen, dass ich das nicht geschafft habe. Deswegen muss ich das jetzt als allererstes nachholen. Wir hatten das großartigste Team, die mich so unterstützt haben. Deswegen zuallererst danke an euch. Dann danke an den BFFS. Das finde ich eine super Sache, dass hier das... ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Entschuldigung. dann möchte ich mich bei Christian Schwocho bedanken und Anja Dierberg, die mir das zugetraut haben, weil ich bin zum Casting gegangen und dachte, okay, ich als Bankerin, wer weiß. Und dass da zwei Menschen so an mich gedacht haben, dass wir dann so tolle Leute da zusammenbekommen haben. Bari Atzma, ich sehe dich nicht, wo auch immer du bist. Dann Albrecht Schuch, ich sehe dich auch nicht, aber es war so ein großes Fest mit euch. Und Lisa Blumberg, unsere wahnsinnige Produzentin, Oliver Kienle, der diese phänomenalen Bücher geschrieben hat. Ihr seid Hammer und es war ein Riesenritt, aber wir haben das irgendwie gewuppt und dann möchte ich mich noch bei meinen Liebsten zu Hause bedanken, die mich immer unterstützen und ich weiß, dass das nicht leicht ist, so Schauspieler als Freunde zu haben, weil die immer weg sind und dann irgendwann wiederkommen und denken, hey, ich bin da und keiner Zeit und deswegen, ihr seid echt die Besten und meiner Mama und Andrea Lambsdorff, meine Filmmama. Danke.